Also, ihr steht dahinter, die Triade vor euch, Bauch, links Herz, rechts Kopf. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir dieses Thema des Krieges, was im Moment sehr präsent ist, schauen, was wir in diesem Kontext für uns selber tun können. Ja, das ist sozusagen jetzt eine Einladung, da auch nochmal das innerlich in den Fokus zu nehmen. Und wir haben eine weitere Scheibe bereitgelegt für sich selbst, um das nachher in die Mitte zu legen. Jetzt machen wir den ersten Durchgang durch Bauch, Herz und Kopf. Dann bitte einen Schritt nach vorne gehen und mit der Aufmerksamkeit Wahrnehmung in den Bauch. Und wie ist es jetzt im Körper? Wir machen jetzt erstmal die Bestandsaufnahme, deshalb geht es zügig weiter, eine Position weitergehen. Mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz. Und wie ist es hier im Körper? Und dann gehen wir die Position weiter mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Kopf. Und wie ist es hier im Körper? Jetzt gehen wir mal einen Schritt raus aus der Triade. Innerlich nachspüren, was für unterschiedliche Befindlichkeiten, Emotionen, Körperwahrnehmung konnte ich feststellen, als ich hier in diesen drei Zentren aktiviert war. Jetzt gehen wir in die nächste Runde. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Bauch. Noch immer im Kontext des Geschehens. Und auch darauf achten, was sich verändert, wenn ich das nochmal erwähne. Und jetzt bitte einen Schritt rausgehen, die Scheibe hochnehmen. Ausstreichen, ausklopfen und die eigene Version vom Bauch legen. Eigene Version von Bauch. Meine ganz eigene Version von Bauch. Meine nicht kontaminierte Version. Und wieder sich draufstellen, darauf achten, ob das was verändert. In Kontakt mit der eigenen Version von Bauch. Und wie ist es hier im Körper jetzt? Und was verändert es? Und jetzt gehen wir eine Position weiter mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz. Und auch hier einen Schritt rausgehen, die Scheibe hochnehmen, reinigen, etwas ausklopfen, manchmal ist auch ein Staub drin. Die ganz eigene Version von Herz legen. Und darauf achten, ob das was im Körper verändert. In der Wahrnehmung, in den Gefühlen, was auch immer. Ob es jetzt anders ist, in der ganz eigenen Version vom Herz. Und jetzt gehen wir eins weiter.
Die nächste Position, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Kopf. Und auch hier einen Schritt raustreten, die Scheibe hochnehmen, aufklopfen, ausstreichen und die ganz eigene Version von Kopf legen. Eigene Version von Kopf, meine Version von Kopf. Und was verändert das? Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt raus aus der Triade. Schauen uns das an, können kurz innehalten, was bisher geschah im Verlauf. Und jetzt möchte ich darum bitten, eine Scheibe in die Mitte zu legen oder ein Blatt, was man zur Verfügung hat, für sich selber als Gesamtperson. Und da auch wirklich sich nochmal laut den eigenen Namen sagen. Ne? Aussprechen, wie klingt das jetzt, mein eigener Name? Und hier machen wir schon mal prophylaktisch die ganz eigene Version meines Namens. Das, was mich in der Summe ausmacht. Und bleib da einen Moment im Kontakt, wenn ihr das so anschaut, gibt es da wie so eine Rückkopplung. Und dazu müssen wir nicht wissen, was jeder Einzelne mit ich meint für sich, sondern das Gefühl, ah ja, das lege ich für mich als Gesamtperson. Und das kommt jetzt in die Mitte der Triade. So, dass der Abstand von allen Zentren aus gleich ist. Und dann möchte ich euch einladen, wieder auf die Position hier zu gehen, mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Bauch. Und was verändert sich hier, wenn ich selbst in der Mitte liege, als Gesamtperson? Und man kann da hinschauen, man muss nicht hinschauen, man kann es auch im Körper wirken lassen. Und dann gehen wir eine Position weiter. Da ist es hilfreich, sich auch wirklich zu dem Zentrum zu drehen, dass man auch in diesen Kontakt kommt. Also so wäre die Position. Und was verändert sich, wenn ich hier mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Herz bin? Wenn ich selber in der Mitte meiner Triade liege. Und dann gehen wir wieder eins weiter mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Kopf. Wie ist es hier im Körper? Im Kontakt mit mir selbst. Das, was ich da für mich in der Mitte gelegt habe, was mich repräsentiert, in all dem, was mich ausmacht, ohne dass ich genau wissen muss, was es ist. Was verändert das hier mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Kopf, im Gesamtkörper? Jetzt treten wir nochmal einen Schritt raus aus der Triade. Wenn wir uns das anschauen, was hat sich jetzt hier verändert? Assoziieren uns nochmal mit diesem Kontext des Krieges.
auch dass dieses Wort so ausgesprochen wird. Krieg, darum geht es gerade, Krieg in Europa. Und hat sich jetzt schon was bei mir im Körper verändert durch diese Aktivierung? Wir gehen jetzt in die nächste Runde. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Bauch. Und ich liege als gesamte Person hier in der Mitte. Und jetzt machen wir einen Schritt nach vorne auf die Gesamtperson, ich. Ihr könnt auch nochmal euren Namen aussprechen, was für euch besser passt. Aus der Welt, aus der Perspektive von Bauch, auf der Position stehen, die mich ausmacht, in der ganzen Kompetenzenerfahrung meines Lebens. Und das, was ich hier erlebe und wahrnehme, wieder mit auch hier hinzunehmen. In die Welt vom Bauch. Und was sich hier körperlich verändert. Und dann eins weitergehen. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz. Den Kontakt aufnehmen, den Bezug. Ich als Gesamtperson mit meinem Namen. Und jetzt aus der Welt von Herz auf mich als Gesamtperson gehen. Wie ist das im Körper? Wenn ich aus dem Erlebnisraum Herz mich als Gesamtperson erlebe, verändert das was? Was kann ich da wahrnehmen? Und einen Schritt wieder zurückgehen und das, was ich hier erlebt habe, auch wieder mit hier reinnehmen in den Erlebnisraum Herz. Und was sich jetzt verändert hat in meinem Körper, Gedanken, Gefühlen, was auch immer. Und dann auf die nächste Position gehen. Aufmerksamkeit wahrnehmen in den Kopf. Und jetzt von hier aus, dass wir dann den Blick nehmen, in den Fokus, ich als Gesamtperson. Und aus dem Erlebnisraum, aus der Welt vom Kopf, mich als Gesamtperson erleben. Und wie ist das im Körper? Und wieder einen Schritt auf die Position machen, zum Kopf hin. Was hat sich verändert? Wie habe ich mich hier erlebt? Wie ist es jetzt hier, wenn ich auch was von dem, was ich hier erlebt habe, dahin mitnehme? Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt raus aus der Triade. Und ich möchte noch eine Runde anbieten, das Thema Loyalitäten nochmal etwas fokussieren und PEP mit einbauen. Für die, die es kennen, die wissen schon, worum es geht und die anderen lassen sich überraschen. Ich werde ein paar Sätze aussprechen und ihr achtet drauf, ob das für euch so passt. Man kann das auch umformulieren, wenn man da eine bessere Formulierung hat. Und wir starten auf der ersten Position. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Bauch. Auch hier nochmal gucken, da ist Herz, da ist Kopf, ich selbst in der Mitte.
auch wenn sich da ein Teil von mir infizieren sollte, was jetzt diesen Krieg betrifft und davon sehr betroffen sein sollte, bleibe ich souverän und gehe meinen Weg. Und lass die Verantwortung für das, was da gerade geschieht, bei denen, zu denen es gehört. Und übernehme Verantwortung für meine Handlung. Auch wenn mich diese Ohnmacht sehr anstecken sollte, wie jetzt viele Menschen erleben, bleibe ich souverän und gehe meinen Weg und kann empathisch das, was deren Erleben ist, bei denen lassen. Es ist ihr Leid und ihr Schicksal. Und übernehme Verantwortung für meine Handlung. Und darauf achten, wie es im Körper ist. Und auch hier kann ich in souveräner Verbindung bleiben mit den Menschen, die davon betroffen sind und hier in meiner eigenen Welt stehen. Den Raum nehme ich mir. Wir gehen eins weiter zum nächsten Zentrum. Der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz. Auch wenn ich da sehr traurig werde, wenn ich an diese ganzen Geschehnisse denke, an das Leid, was da jetzt gerade passiert, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und lass die Verantwortung für dieses Leid bei denen, die das gerade zufügen. Auch wenn es mir schwerfällt, bei Anerkennung und Würdigung des Leids dieser Menschen mich selber mitzuleiden und ich denen dadurch aber nur bedingt helfen kann, beziehungsweise gar nicht, achte und schätze ich mich so, wie ich bin und bin in liebevoller Verbindung mit mir selbst. Und ich lasse die Verantwortung für die, die Leid auslösen, ganz bei denen. Und übernehme Verantwortung für mein eigenes Schicksal und meine Gefühle. Auch wenn ich da einen Riesensack Vorwürfe haben sollte, liebe und schätze ich mich so, wie ich bin. Und lass das, was den anderen gehört, bei denen. Und bleibe in liebevollem Kontakt mit mir selbst. Auch wenn ich da fast ein schlechtes Gewissen bekomme, dass es mir jetzt gut gehen darf, während es da vielen Menschen schlecht geht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und jetzt verzeihe ich mir, falls es mir gut gehen sollte, dass ich mich so fühle und vielleicht auch Freude und Spaß empfinde, weil ich es auch nicht anders will, vielleicht auch nicht anders kann, es auch nicht besser weiß. Und ich stehe jetzt zu meinen positiven Gefühlen. Auch wenn ich das vielleicht etwas geschmacklos finden sollte, dass ich mich gut fühlen darf, während es gerade so eine schlimme Situation gibt, achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Und lasse das, was nicht zu mir gehört, bei denen, zu denen es gehört. Und übernehme Verantwortung für mich, so wie es mir gerade geht.
Und dann gehen wir ein Zentrum weiter mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Kopf. Auch hier nochmal der Blick, meine Zentren, ich in der Mitte. Auch wenn mir das wirklich Angst macht, was da gerade passiert und ich eine tiefe Unsicherheit fühle, behalte ich den Überblick und kenne mich in meinem Leben aus. Und lass all die Unsicherheit, die nicht mir gehört, da bei denen, die sie gerade erleben. Auch wenn mich das sehr unruhig macht, dass man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht und was als nächstes kommt, behalte ich den Überblick und kenne mich in meinem Leben aus und bin bei mir in Sicherheit. Auch wenn die Welt gerade ein wirklich unsicherer Ort ist und eigentlich schon immer war, behalte ich den Überblick und kenne mich bei mir aus und bin bei mir in Sicherheit. Und lass all das im Weltgeschehen, wo ich nichts tun kann, da wo es hingehört. Und übernehme Verantwortung für meinen Überblick, dazu stehe ich. Auch wenn diese Angst ganz tief in mir sitzt, weil es ein urmenschliches Gefühl ist, quasi seit Anbeginn der Welt, und mich das wirklich erschüttert, erhalte ich den Überblick über mein Leben, kenne mich bei mir aus und bin bei mir in Sicherheit. Und lass nochmal all das, was nicht zu mir gehört, konsequent da, wo es hingehört. Und kenne mich bei mir aus. Und jetzt nochmal einen Schritt raustreten, auf das Geschehen schauen. Das kann sein, dass die eine oder andere Person merkt, da gibt es noch ein paar Baustellen, aber es ist zumindest mal die Erstversorgung und ein Ansatz, da auch an den Stellen weiterzuarbeiten, wo man festgestellt hat, da gibt es noch einiges zu tun. Ich möchte euch jetzt die Gelegenheit geben, nochmals durch die Triade zu gehen, mit dem Fokus auf mich in der Mitte, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Bauch. Und ich werde das jetzt nicht mehr mit Worten begleiten. Ihr macht es in eurem Tempo. Ich werde den jeweiligen Schritt nochmal in die Mitte machen. Gesamtperson. Nächste Position. Gesamtperson. Wieder zurück auf Herz. Und dann die dritte Position. Kopf. Und wieder auf die Gesamtperson, ich.
Und jeder entscheidet selbst, aus welcher Position er am meisten Erkenntnis gewinnen oder Ressource oder Erleben gespürt hat, von da aus wirklich in die Mitte als Gesamtperson zu gehen. Ich mache das hier auf der Position Kopf. Und das ist auch unsere Schlussposition. Ich als Gesamtperson mit dem, was mir zur Verfügung steht, von Bauch, Herz und Kopf, alles in meiner ganz eigenen Version. Das sind die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Und jetzt nochmal an den Kontext denken. Krieg, was hat sich verändert?